Von Lavandier. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese Themen, ich benötige sie nicht länger. Das ist Sternschauer. Sternschauer ist eine Attacke, die trifft immer. Du schaust durch das Fernrohr, du siehst den Pokémon-Turm. Du schaust durch das Fernrohr, du siehst einen angelnden Mann. Und dann gehen wir wieder nach unten. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ein Angler. Donnerblitz. So, jetzt können wir Pikachu auftrainieren. Ganz wie ich es gesagt habe. So, nochmal Donnerblitz. Also das werden jetzt alles One-Hit-Kills sein. So. Goldini noch einmal. Also momentan lade ich gerade Parts 13, 14, 15 und 16 hoch, während ich hier die Aufnahme mache. Ja, ich bin fleißig. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ah ja, da kommen wir ja dran, da müssen wir surfen. Okay. Nur mit der Ruhe als Angler muss man geduldig sein. Okay. Ah ja. Bald ist es soweit. Bald kommt Modern Warfare 3 raus. Ich habe es mir noch nicht vorbestellt. Will ich aber jetzt demnächst noch machen. Und sobald es rausgekommen ist, werde ich sofort Let's Playen. Okay, Goldini. Zudem habe ich mir Steam auch dann weitere coole Spiele gekauft. Ich habe mir jetzt Amnesia gekauft, das werde ich auch Let's Playen. Die zwei Left 4 Deads habe ich mir gekauft. Was habe ich mir noch gekauft? Terraria habe ich mir gekauft, aber das werde ich nicht Let's Playen, weil ich die Spiele nicht ausreichend kenne. Und Minecraft finde ich eigentlich besser. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Bioshock habe ich mir gekauft. Werde ich aber auch nicht Let's Playen, da ich das Spiel da ich das Spiel nicht verstehe von der Story her. Also man landet anfangs in, ja, unter Wasser halt. Ist man so von dem Flugzeug, hat einen Absturz gehabt im Meer. Dann schwimmt man hier um sein Leben, kommt man auf so eine Insel. Und da ist ein Aufzug und die führt in eine unterirdische Stadt unter Wasser. Und ab hier verstehe ich die Story nicht mehr. Denn jetzt müssen wir alle Meeresbewohner abmetzeln. Metzel, Metzel, Metzel. Und ab hier verstehe ich die Logik des Spiels nicht. Ah, das war gerade eine Kapsel, die ihr gerade gehört habt. Vor einer Flasche. Okay. Eieiei, 4 hat er. Jetzt hat er eigentlich nur noch 3, aber. Das sind lauter One-Hits jetzt. So, sobald ich Pokémon Gelb fertig habe, werde ich Yu-Gi-Oh! Weitermachen. Dann ist es mir eigentlich egal, ob ich eine ROM habe oder nicht. Und Team Fortress will ich auch weitermachen. Dann geht alles wieder seinen Lauf. Also müsstet ihr in Kürze mit einem Team Fortress 2, mit einer Team Fortress 2 Fortsetzung bei mir rechnen. Das war wahrscheinlich kein Zuckerschlecken.
Und da ist das Pokémon von vorhin. Es blockiert schon wieder diesen Weg. Sportangelzone. Okay, jetzt gehen wir wieder nach oben. Dieser Fettarsch blockiert den Weg. Und ich mache mal kurz Aufnahmepause. Das muss ich eigentlich dauernd sagen. Ich habe schon wieder zu lange aufgenommen. Ich glaube, im letzten Part in der letzten Aufnahme hat es bei mir nicht mehr gestimmt vom Ton her, richtig? Naja, ich darf nicht so lange aufnehmen. Ich muss mir angewöhnen, jetzt an die Uhr zu schauen. Momentan ist 15.47 Uhr. Ich schaue jetzt, ich mache den jetzt 10 Minuten lang. Dann schaue ich um 15.57 Uhr wieder drauf. Haben wir da schon gesehen, dieses Schild hier? Oh, ja, haben wir schon. Ah, die Atmosphäre hier auf der Route ist auch sehr nett. Und wir sind wieder im Ort des Grauens. Lavandia. Diese Musik tötet Leute. Nicht diese Musik, die japanische Musik. Willkommen in Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, die Pokémon sind wieder fit. Und wir können weiter. Gehen wir jetzt diesmal nach Osten. Nach Westen. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Das wirst du wahrscheinlich haben und es heißt Pipi und Pummeluff. Die Level sind nicht besonders hoch, die können wir ruhig mit Pikachu bekämpfen. Duplexieb! Kia! Ah, ich liebe den Donnerblitz von Pikachu. In der zweiten Generation, da ist es möglich, Pikachu Volt-Tackle beizubringen. Volt-Tackle kriegt man nur, wenn sich ein Pokémon mit das Kugelblitz trägt, sich mit einem anderen Pikachu paart und das Pokémon daraus, das kann dann Volt-Tackle. Unser Pikachu hat das Item Kugelblitz, aber in der Generation ist es so, dass man keine Items tragen kann. Also die Items, die sind dir schon, die werden Pikachu gegeben, wenn es auf die Kristall-Silberne oder Goldene übertragen wird. Dann kriegt dieses Pikachu Kugelblitz getragen. Und damit kann man dann einem anderen Pikachu Volt Tackle Pichu beibringen. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Das will ich jetzt auch bei meiner Platin-Edition machen. Ich spiele momentan die Platin. Die Schwarz und Weiß, die habe ich bei mir schon durch. Also bei mir privat, meine ich. Spiele ich Platin und da will ich auch ein Pikachu haben, das Volt-Tackle kann. Das Problem ist allerdings, ich brauche erstmal zwei Pikachu, ein männliches und weibliches. Und das andere in Kugelbits, aber das werde ich mir hercheaten. Ich wollte schon immer mal einen Raichu mit Volt-Tackle haben. Habe ich aber noch nicht getestet. Ich habe das noch nie. Ich hatte noch nie ein Pokémon, das Volt-Tackle kann. Wäre interessant. Ach ja, auch das Pikachu in der Soul Silver. Und Hellsgold ist von vom Rot. Das kann auch Volt-Tackle. Den Checkpot habe ich noch nicht geknackt. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Hier auf dieser Route gibt es einen Trainer, den man braucht, um Mew zu fangen. Scheiß Strebe. So, verdonnern wir seinen Slimer. So ein Schleimer, echt. Oh, Schleimer, das ist die Weiterentwicklung von Slimer. Ist ein harter Brocken, da lassen wir auch einen harten Brocken ran. Nämlich Glutexo. So. Ziehen wir erst einmal 30 KP ab. Wobei Slimer hat sehr viel KP. Das weiß ich gerade. Ist mir gerade eingefallen. Aber dann setzen wir Geobuff halt dreimal an. Was soll's? So heftige Attacken kann Slimer nicht. Bis auf Giftwolke, glaube ich. Und Schlammbad später.
Oder kann Slimer Schlammbart bestimmt? Ist ja ein Schleim-Pokémon. Wird bestimmt Schlammbart können. Jetzt kommt Slimer nochmal. Wenn wir Spielotexo draußen haben, dann bekämpfen wir auch gleich das Slimer. Nein! Ja gut, Raserei ist nicht besonders schlimm. Fail. Raserei ist blockiert. Raserei ist nicht mehr blockiert. Found. Mit dem Bounce. Kretzer. Ich habe verloren. Das ist nichts logisch. 1 plus 1 ist 2. Das ist logisch. Capice? Nicht wie Pikachu? Gut, was ich hier besonders cool finde. Denn auf diesem, in diesem Gras hier kann man Kadabras fangen. Die Psystrahl können. Weiß ich aus meinem Kopf her, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich hier, aber ich bin mir ziemlich sicher. So. Wir nutzen das gleiche als Training, um Pikachu zu trainieren. Ich schaue mir jetzt noch 3 Pokémon an und wenn da kein Kadabra oder Abra dabei ist, dann lasse ich es gut sein. Und Donnerschock, Blitz. Alles One-Hits. Und Level 30. Es ist wichtig hier in dieser Edition, dass Pikachu immer das höchste Level hat. Hier haben wir ein Abra. Ich fange es einfach mal. Setz E-Teleport ein. Okay, es setzt Teleport ein und verpisst sich. Abra ist geflohen. Okay, lass mal's gut sein. Gehen wir wieder raus. Uiui, waren wir lang drin. Seht ihr, das Gras ist schon, der Busch ist schon wieder nachgewachsen. Vier Trainer. Ich mag alle Nidorans sehr gerne. Deshalb sammle ich sie. Schön für dich. Nidoran männlich und weiblich oder umgekehrt. Wenn sie sagt, sie sammelt sie, dann wird sie auch ein zweites männliches haben. Aus manchen Dialogen kann man schon ablesen, welche Pokémon sie haben. Was? Nidorina, okay. Ja, sammelst nur die weiblichen. Nidorina ist die Weiterentwicklung von Nidoran weiblich. Man wird später zu Nidoqueen, wenn man Nidorina einen Mondstein gibt. Und jetzt mache ich mal kurz Stopp, bis gleich. Weiter geht's. Warum nur? Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Der hat auch wieder ein Gift-Pokémon. Verblitzen. Oh, Pikachu, du schaffst es noch. Ich glaube an dich. Warum ging da noch Ruckzuckib jetzt daneben? Ruckzuckib hat doch eine 100% Genauigkeit, oder irre ich mich da jetzt? Volltreffer. Haben wir ein Glück. Jetzt hat Shillock, das ist Shillock das Pokémon mit dem miesesten Level. Biss. Level 27. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Strebe. Mauzi ist so süß. Miauz, miauz. Nein, es ist nicht. Ein paar Gangster namens Team Rocket haben eins. Ich glaube, in dieser Edition kann man kein Mauzi fangen. Kann das sein? Muss ich später im Pokédex nachschauen? Bis.
Schildock hat eine hohe Verteidigung, deswegen ist bis jetzt nicht so effektiv. Ach Mensch, der hat gleich drei Stück. Oh Gott. Schildock braucht eine gescheite Wasserattacke. Hydropumpe oder sowas. Muss auch mal das Blubschall beibringen. Nee, lass mal's mal gut sein. Schädelwumme lernt's bald, genau. Schädelwumme. Und hier kommt die drittes. Und es dröhnt wieder im Moor. Meine Verteidigung sinkt dadurch auch. Oh man. Aquaknarre. Survive. Oh. Jetzt kriegen wir Kohle, weil Zaltag, habe ich euch schon erklärt. Kriegen wir ein bisschen Kohle, wenn Zaltag benutzt wurde. Miau. 96 Pokédollar, dankeschön. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja, tut es. Fünf hat die Schlampe. Oh nein, das dauert lange. Ein Rock zu keep und unser Schildock hat den Kürzeren gezogen. Wechsel. Komm, Glutex, du machst einfach alle. Ach komm. Verbrenne es. Wünschst du es, was? Ich wette, meine nächste Attacke geht daneben. Doch nicht. Okay. Schön. So, was kommt jetzt? Taubsi, Taubsi, Taubsi. Naja, immerhin ist es nicht wie bei der anderen Edition. Bei den neuen Generationen. Immerhin ist es nicht so wie bei den neueren Generationen. Denn bei den neuen Generationen ist es so, dass sie meistens bei speziellen Routen dieselben Pokémon haben. Vergift es bloß nicht. Gut, das wäre eine Katastrophe gewesen. Dann müssen wir echt mal nach dem Kampf, also nach dem Kampf gehe ich zurück nach Lavandia und Lahel mal die ganzen. So, jetzt hat sie hier ein Mauzi. Schöne Abwechslung. Aber viel zu low level. Das war das Sandwirbel, deswegen ging jetzt Glut daneben. Haben wir irgendein X-Item, das die Genauigkeit erhöht? Nein. Lassen wir dieser Knast brennen. Ich glaube, ich muss mal ein paar X-Treffer kaufen. So, Rasierblatt. Aber schneide dich bloß nicht dran. Sie sind Rasiermesser scharf. Scheiße. Naja, schauen Sie, ich habe mich vertippt, ich wollte Glutexo einsetzen. Ja, lass mal Diktor, Spaß ist halber nicht dran, weil es kann kein Schaufler. Hätte Schaufler gekönnt, hätte ich angegriffen, aber Bodenattacken sind gegen Giftattacken sehr effektiv. Ja, danke, das erhöht Glutexus Angriffswert. Danke, das erhöht Glutexus Angriffswert nochmal. Danke, das erhöht Glutexus Angriffswert. Boah, angenommen es würde Furienschlag einsetzen, dann würde es bei jedem Treffer erhöht werden. Oder Duplex Hieb, das wäre heftig. Also steht langsam Sinn hinter Raserei. Schau, was du getan hast. Gut, aus Neugier gehe ich mal weiter und schau. Oh, das ist hier wichtig. Den Trainer, den darfst du nicht besiegen, den baut ihr für Mio. Du weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht das mit Chemie aus?
Ich hatte keine Chemie. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie in meiner Schule richtiges Chemie. Wir haben höchstens immer so Hefteinträge gemacht. Und dann mussten wir den Scheiß lernen. Zum Beispiel, was passiert, wenn man, ich messe mal einen Klassiker. Was ist passiert, wenn man Wasser erhitzt? Dann mussten wir lernen. Es wird zu Dampf. Daraus lernt man doch nichts. Richtiges Chemie besteht darin, es selber zu testen. Aber bei uns auch in der Schule war es total scheiße. Mit Chemie, wir dürfen nicht einmal so Experimente machen oder so. Nee, dürfen wir alles nicht. Okay, ich hätte wechseln sollen. Das war ein bisschen ungeschickt von mir. Hoffentlich schafft es Glutexo. Smog. Ach. So, Glut. Ist noch Step drauf. Das müsste mehr abziehen als... Jawohl. Ja, okay, das war jetzt der Volltreffer. So, Kratzer. Jetzt sind nur noch zwei Luschen da. Und Glut. Ach, das war's, Glutexo. Das war's. Es liegt alles an dieser Knosp. Rasierblatt. Nein. Warum geht Rasierblatt daneben? Rasierblatt hat doch eine 100% Genauigkeit. Das verstehe ich einfach nicht. Naja, ist ja auch egal. Stirb! Magnetilo. Wäre es die zweite Generation oder dritte oder vierte oder von mir aus auch die fünfte, dann würde ich jetzt weinen. Weil Pflanzenattacken wären gegen Stahl-Pokémon nicht sehr effektiv, aber hier ist es zum Glück noch so geregelt, dass es normale Stärke hat. Level 31 für Bisa Knosp. Ein Level noch für Bisa Knosp, dann haben wir ein Bisa Floor. Oh, eine Kernschmelze. Okay. Das große Einkaufszentrum in Plasmania City hat eine riesige Auswahl. Gut, dann gehen wir mal nach Plasmania City. Ein verschlafenes Pokémon ist in Plasmania City aufgetaucht. Oh Mann, auch wieder so ein Fettsack. Die sind überall verbreitet. Das ist die kleinste Route, die ich je kenne, je gesehen habe. Die geht nämlich von hier bis hier. Das ist Route 7. So, und wir sind in der Pflanzenstadt Prismania City. Und alles wird grün. Willkommen in Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fit. Und ich mach mal kurz eine Pause, während du meine Pokémon hielst. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Es gibt so viel zu tun hier in Prismania City. Legen wir erstmal Magnetilo ab. Ablegen. Tschüss. Sprechen wir erstmal mit den Trainern hier. Mit den Leuten hier. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Ich bin von Fuxana City aus auf dem Radweg hinaufgefahren. Hey, ein Rocket? Was suchst du denn hier? Halt dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus! Quappe ist mein bester Kumpel. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Stimmt, wir können jetzt Steine verwenden, ne? Wir können jetzt Steine kaufen. Hier gibt's nämlich
Ein Einkaufszentrum? Da können wir alle Steine kaufen. Kaufen wir mal einen Donnerstein und entwickeln Pikachu. Hehe. Holen wir uns noch schnell die TM-Konter bei dem Typen hier ab. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit? Vielleicht hilft dir das hier. Das ist Konter. So. Hallo, kann ich der Befis sein? Jawohl. Gib mir mal einen Donnerstein, please. So, Pikachu, entwickeln wir dich mal. Das Besondere an der Game-Edition, in dieser Edition kann man Pikachu nicht entwickeln. Pikachu wird immer ein Pikachu sein und das ist auch so. Pikachu lässt sich nicht hier nicht entwickeln. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Poképuppe ablenkst. Das kann man im Geisterturm von Lavandia bei diesem Pokémon auch. Bei dem Knorrer, das ist Geist getan. Das ist die Leute, die es verstehen, werden es schon wissen. Sage ich euch dann später. Ich kaufe der Nachahmerin ein Geschenk. Ich kaufe ihr diese trendige Poképuppe. Ja, ich glaube, ich kaufe mir auch eine. Poképuppe! Ja, ich spiele immer noch mit der der Kevin spielt immer noch mit Puppen, ne? Was gibt's da alles? Boah, jede Menge Pokémon-Gegenstände. Okay. Ja, sehr interessant. Sieht alles gleich aus. Ich habe einen. Ja, das hatten wir schon. Du kannst. Ja. Ich finde die Pokémon-Puppen eigentlich sehr nutzlos. Aber ich habe mir trotzdem eine gekauft. Aus einem anderen Grund. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Carbon erhöht die Initiative. Vierter Stock, Drogerie. Was, sie verkauft Drogen? Geil. Hey, lo, hast du schon ein paar Drogen? Mal schauen, KP Plus, Protein, Eisen, Carbon und Calcium. Ey, brauch ich nicht, Mann. Ist mir viel zu teuer. Ja, so sind Drogen in Real auch. Wir wollten uns ein bisschen X-Drei verkaufen. Das machen wir jetzt. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon hier. Protein steuert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Ich habe ein bisschen Durst. Kaufen wir mal ein paar Tafelwasser. So, und jetzt noch ein Sprudel. Und ein bisschen Limonade. Ach, wisst ihr was? Für den großen Durst hier. Ich hole mir noch eine Tafel Wasser. Ob du es nicht glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Meinst du die hier? Ich bin durstig, ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Ja. Geben wir ihr mal ein Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm das hier. Ja, yeah, das ist Eisstrahl. Damit kann man manche Gegner einfrieren. Was, du hast immer noch Durst? Was hast denn du für einen Vater? Hier, bitte. Sprudel, vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Das ist TM 48, das müsste... Moment, ich weiß es auf dem Kopf. Die untere ist... Das ist Steinhagel. TM 48 ist Steinhagel. Damit kann man manchen Gegnern Angst einjagen. Ach, du hast immer noch Durst. Sag einmal. Hier, Limonade. Gib's jetzt Ruhe. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Das ist Triplette. Was, du hast immer noch Durst? Willst du mich verarschen? Das ist nett gemeint, aber ich habe keinen Durst. Was? Jetzt sagst du, du hast Durst und jetzt hast du keinen Durst mehr? Komische Type. Dann mach ich mal kurz Pause.